Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem kleinen Spontan-Stream. Ich dachte, ich stream mal kurz für euch, denn ich will nämlich ein spezielles Video über die General Electrics F7 machen. Für die habe ich einerseits einen Soundmod installiert, der richtig nice klingt. Und ich glaube, ich schalte mal diesbezüglich meine Musik aus, damit wir hier den Sound entsprechend gut hören. Und ein ganz spezielles Livery. Ich würde sagen, ich steige mal kurz aus und zeige euch das mal. Liebe Leute, die F7 in der Union Pacific 1477 Lackierung. Und das auf ihrer Heimatstrecke ist auch hier so gefahren. Jetzt natürlich nicht mehr. Aber das ist ein wunderschönes Livery. Gibt es nicht so im Livery Manager, muss man sich online runterladen. Ich werde es dann später für YouTube in der Videobeschreibung reinposten. Hier die Booster-Einheit 1477B und auch wieder hier die A-Einheit. Schade, dass sie nicht gedreht ist. Dann wird das Ganze noch ein bisschen schöner aussehen. Ja, mit der macht man halt eine kleine Ausfahrt. Bis nach Drainerd, das sind ungefähr 20 Meilen. Ich denke mal, so eine halbe Stunde wird es dauern, bis wir da sind. Und das Ganze ist ein Custom-Szenario. Also entsprechend kommen dann verrückte Sachen bei uns hier entgegen. Ich würde sagen, wir steigen ein und machen die Lok mal bereit. Und die Idee dahinter ist, dass wir quasi ein Hilfszug sind, der in Drainerd benötigt wird, weil da vielleicht eine Lok ausgefallen ist und wir sollen übernehmen. Okay, Spitzenbeleuchtung, Steuerung und Schreibhofpumpe an, Generatorfeld machen wir an, Motorlauf an, Nummernschildbeleuchtung machen wir an, Klassifizierungslicht, das war's, gehen auf Serienparallel, vorwärts, schalten von der Schleife auf normal, nachdem wir die führende Lokomotive sind. Und natürlich 4 Einheiten. Und das war's grundsätzlich. Heizung machen wir aus. Brauchen wir hier nicht. Die Mischung aus. Wir machen das Fenster auf. Wenn wir ein bisschen Luftzug hier drin haben. Und dann lösen wir auch schon die Bremsen. Und Achtungspfiff für die Abfahrt. Und sollten uns beeilen, weil wir rollen schon. Richtig schöne Lackierung. Gefällt mir wirklich gut. Also mit der da einen schweren Frachtzug hier fahren, das wär's. Fünfzehn Meilen dürfen wir hier fahren, bis wir hier auf dem Hauptgleis sind. Dann sind es 20 und dann bis zu 65, glaube ich, dürften es sein. Da haben wir sogar ein paar Wagen von der Clinchfield Railroad und da steht es auch in der Originallackierung da drüben. Können wir uns den Vergleich nochmal angucken. So wie ihr es kennt aus dem Spiel vom DLC. Die Booster-Einheit von der Santa Fe. Auch nett gemacht. Aber Union Pacific, die Lackierung finde ich jetzt schon noch ziemlich geil. Ja, ich hoffe mal, dass die Lok jetzt nicht zu laut oder zu leise ist, jetzt für den Stream. Beim Stream muss ich mir den Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Ich nehme es normalerweise immer lauter auf. Ja, ein bisschen runter von der Leistung. Weil von der Streckenprofil wird es immer schwieriger dann zum Fahren. Auch für die vierte Einheit jetzt, ohne dass wir hinten was dran haben. Die Strecke wird jetzt immer steiler, je weiter wir nach vor fahren. Wir fahren aber nicht komplett über den Sherman Hill drüber. Gerade nur so ein Teilbereich, ein Drittel ungefähr. Dann würde ich sagen, machen wir die Musik mal wieder an. Ah, die könnte vermutlich ein bisschen leise sein. Das Bild ist gleich wieder da. So, und dafür machen wir die Loki wieder lauter. Ich denke mal, so ist jetzt gut. Und wir sind zu schnell. Fast 20 Meilen statt 15. Ah, wird schon nicht so schlimm sein.
Ja, über 3800 Stück wurden von der hergestellt. Sind dann noch viele im historischen unterwegs. Ein, zwei sogar noch im Regeldienst. 1800 PS, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. A-Einheit sowie die Booster-Einheit. Da ist ein bisschen was dahinter, aber verhältnismäßig noch schwach. Im Gegensatz zu dem, was ja sonst noch so unterwegs ist. Denkt da noch recht teuer. Rein vom Dieselverbrauch her, wenn du da, was weiß ich, bei einem schweren Güterzug, was waren das? 1, 2, 3, 4 A-Einheiten, 2 Booster-Einheiten, 6 Einheiten total. Wenn die dann alle mal voll Schmackes geben, viel Spaß bei der Dieselrechnung. Ja, wir machen ein paar Cinematic-Aufnahmen. Lass uns mal, keine Ahnung, da in die Kurve so reingehen. Und sind wieder schnell. Gehen wir mal auf Stufe 1. Nice. Cooles Feature da bei den schweren Güterzügen wäre noch, wenn der Verbrauch mit eingeblendet werden würde. Ich habe gerade vorhin den Diesel Railcar Simulator gespielt, weil ich da was ausprobieren wollte. Und da wird zum Schluss dir der Verbrauch angezeigt, wer optimal gewesen wäre und was du da verbraucht hast. Fände ich noch interessant, als Resümee quasi, wie Spaß bist du gefahren, was hätte besser sein gehen können. Oder was sagt die Anzeige? Ja, noch nicht 20, aber bald. Was da vorne? Und dann geht's ab, wenn wir auf der Hauptstrecke sind. Ah, ich glaube, wir können schon mal ein bisschen durchbeschleunigen. Das Einzige, was man an der Strecke ein bisschen stört, das ist das warme Licht. Das könnte für mich ein bisschen heller noch sein. Ist okay, aber ist definitiv Geschmackssache. Also wir haben jetzt gerade 12 Uhr Mittag mit leicht bewölkt. Also mit super hell ist fast gleich. Okay, Schmackes. Lassen wir den Diesel mal aufholen. Man sieht ja gerade schon, die Steigung geht schon nach oben, sind schon bei 0,8%. Wird noch viel schlimmer. Oh, wir sind schon am Rutschen. Das ist ein bisschen zu viel Leistung. Gehen wir mal auf die 4. Andererseits, wenn wir gleich 70 kriegen, glaube ich, werde ich mal ganz kurz sanden und ein bisschen mehr Schmackes geben. Das machen wir eigentlich gerade jetzt. Sanden vorne, führend. Probieren wir es mal mit 6. Ne, das hat nicht gefruchtet. Gerade wieder durchgegangen. Ja, was mit euch?
Wie gefällt euch das Union Pacific Livery für die F7 im Verhältnis zu der Clinchfield Railroad? Würdet ihr euch das eventuell holen? Installation ist wirklich einfach. Man muss dann nur im DLC-Ordner die Packfiles da reinladen und dann habt ihr es schon. Dann könnt ihr es dann im Szenarioplaner oder halt im Fahrplanmodus nutzen. Beziehungsweise Fahrplanmodus nur bei der Clinchfield Railroad. Da hat sie den Fahrplan entsprechend dazu. Aber ansonsten macht eure eigenen Szenarien. Ist nicht allzu schwer. Also wenn ich mal ganz gut Santa Fe Livery sehe, dann werde ich euch das auch noch mal zeigen. Hat einfach was Klassisches. Und wir gehen schon wieder durch. Ich höre es schon wieder. Ja, sind schon wieder durchgegangen. Trotz Sanden. Ach, ich muss gedrückt halten. Dann machen wir das mal. Sollen wir auf Geschwindigkeit kommen? Ja, ob er nur Stufe 8 aushält. Oh ne. Jetzt. Oh, das ist schon hart an der Grenze, was ich da mache. Ich glaube, hätte ich jetzt hinten einen Wagen dran, würde das nicht gehen. Und bei 65 hören wir dann auf. Das ist erstmal unsere Höchstgeschwindigkeit. So, ich lasse mal los und mal schauen, was passiert. Ja, okay, er hält. Ist bei einer Prozentsteigung. Gehen wir mal ein bisschen runter. Stufe 5. Kann er mal da ungefähr in der Geschwindigkeit bleiben. Fakt, wie ein Overpower-Triebwagen, ne? Dass nicht viele Leute mitfahren können. Vielleicht, also eigentlich 4. Vielleicht 6 maximal, wenn man 3 Programme drin hat. Oh, und das ist mein erster KI-Service da auf der Seite. Der wird gleich abfahren, sobald wir vorbei sind. Schon 60. Aber gerade ein bisschen zu schnell reinrauschen. Moin! Die Jubilee-Class. Die macht momentan einen Ausflug hier in Amerika. Warum auch nicht? Okay, kann man Schmackes geben, dass wir nicht zu langsam werden? Angenehm ruhig hier drin. Ja, doch wieder auf die 5 rauf, sonst wird es jetzt zu langsam. Und wenn ich richtig geplant habe, dann müsste, glaube ich, noch eine 8F oder eine Jubilee bei uns vorbeirauschen, bevor wir in Granite sind. Allenfalls steht sie noch in Granite, weil das war der Startpunkt, den ich im Planer zumindest angegeben habe. Und ja, ganz abwegig ist es ja nicht, eine englische Lok da in Amerika zu haben. Ich meine, die Flying Scotsman, die war ja in Amerika und hat da ihre Tour gemacht, kam dann später wieder zurück. Also die Geschichte von der Flying Scotsman, ja, die ist ganz schön bewegend und viele Leute sind mit der Lok bankrott gegangen. Gibt es auf YouTube nee. Also ein, zwei schöne Dokus diesbezüglich. Es ist sogar mal der ICE in Amerika rumgetourt. Das war nicht selber gefahren, der ist gezogen worden. Aber das war so ein Konzept für Hochgeschwindigkeit, was möglich wäre.
ist, wie wir wissen, bis heute nicht umgesetzt worden mit ICE. Aber interessantes Bild auf den alten Aufnahmen, da in so einem amerikanischen Bahnhof ein ICE zu sehen. Von der Deutschen Bahn. Eigentlich schon noch schade, dass es in Amerika so wenig Hochgeschwindigkeitslinien gibt. Also gerade quer durchs Land. Küstenweise gibt es da von Amtrak, aber die fahren halt auch nur stellenweise wirklich schnell. Denn Güterzugdienst hat nach wie vor Priorität und es gibt wenige Trassen, wo sie für sich allein sind. Aber von die Ostküste auf die Westküste bist du ganz oft mit Pummler unterwegs. Oder halt Diesellokomotiven, die halt im Schnitt 140 fahren, maximal, wenn es gut kommt. Aber Platz wäre da. Das ist halt eine Geldfrage. Aber ich hätte schon mal Bock mit einem Zephyr oder so. Was ist das? Zephyr? Ich kann nicht mit dem aussprechen. Das war mal so eine 3, 4, 5 Tagesreise mit dem Zug zu fahren. Dort die Landschaft zu genießen. Das hätte schon was. Die neuen Schlafwagen sind richtig cool ausgestattet und vom Preis her noch bezahlbar. Dann bauen wir seine Silos hier hinten. Mitten im Nirgendwo. Sollen wir mit der Cinematic Camera irgendwo hingehen? Oder vielleicht ein Straßenübergang? Ah, ne, da kommt die Linie von der Seite her. Dann gehen wir mal davor. Und wir sind zu schnell. Kommt eine 60er-Beschränkung. Keine Ahnung, sagen wir mal, wir sind jetzt hier so ein Signaltechniker. Und stehen hier so. Moin sehen! Muss so geil tun. Ah, donnern, wenn die schwere Loks da vorbei donnern. Und schon wieder 70. Ah, es ist schon wieder am Durchdrehen. Ah, die wollte ich jetzt gar nicht. Ah, schafft es mit Stufe 5? Jetzt sind schon 1,5%. Geht auf. Hält's, wird aber nicht schneller. Gehen wir mal Stufe 6. Ja, bleiben wir mal dabei. Alles gerade bei den Rädern, wie das sehe ich jetzt bei mir das Motion Blurring an. Habt ihr das bei euch auch an oder schaltet ihr das ab? Ich weiß nicht, ich finde den Mehrwert irgendwie so minimalistisch, sieht ohne fast irgendwie schöner aus. Vor allem, gerade bei den Rädern, wenn es so schnell wird, dann glitscht es immer wieder mal. Da kennst du dann gar nichts. Ich finde es nicht schön. Okay, 60 Meilen, 1,6 Meilen, 50 Meilen pro Stunde. Ah, hoffentlich kommt noch die eine Dampflok vorbei. Kommen wir auf beiden Seiten an. Boah, das war so ein bisschen blendend. Oh, da kommt was entgegen. Was haben wir da? Ah, das könnte meine Dampflok sein.
die verkehrt darum fährt. Fährst du verkehrt darum? Lass dich mal an, kurz angucken. Okay, ja, so war das nicht geplant, dass du verkehrt darum bist. Aber das ist mal auch auf der Split of Sea, also Crew to Liverpool Lime Street passiert, dass wenn ich einen Zug in die Gegenrichtung gemacht habe, dass er dann nicht richtig dagestanden ist, aus welchem Grund auch immer. Das ist ein bisschen schade. Aber ja. Wir sagen, wir machen einfach eine experimentelle RNG-Fahrt oder so. Oh, sollte mal auf die Geschwindigkeit achten. So viel zum Lokfahren. Aber ohne HUD muss man teilweise schon echt genau schauen, hier wenn die Geschwindigkeitstafel, weil die sind so ultra klein im Verhältnis. Bin ich in England ein bisschen besser gelöst mit den großen Scheiben. Cool, also jetzt Fenster von da bedienen. Okay, das ist witzig. Ja, wir sind auf Stufe 5. Was ich nur spannend finden will, ist, wie es da hier im Maschinenraum aussieht. Ja, man kann ja die Türen hier ja leider nicht aufmachen, aber ich würde so gern da durchgehen. Mir das anschauen und dann vielleicht zu den anderen Loks durchgehen. Das wär's. Schade, dass ich das da gespart habe. Toilette vermutlich da vorne. Nicht so viel los hier drin. Ich glaube, das Schlimmste muss gewesen sein, mit der Lok hier im Hochsommer fahren. Weil Kühlung passt hier nicht. Nur eine ganz große Heizung. Ich kann mir schon mal vorstellen, dass sie dann teilweise so gefahren sind, damit sie erträglich ist. Inklusive Fenster hier offen. Ach, war halt nicht immer romantisch als Lokführer. Oft sehr anstrengend. Irgendwie so ein Flyby machen. So. Oh ja, das sieht gut aus. Hm, weil es jetzt gerade safe. Was steht das F? Wir haben da 4077 B und F und A. Aber generell als Typenzeichnung ist das die A-Unit und das ist die B-Unit. Was ist dann F? Oder ist F-Fuel, das hier den Tankstutzen hat?
Wäre nämlich auch hier so. Da hat es aber auch einen Stutzen. Insofern ist für... Ach, für Front. Ha! Danke, Nero. Ah, deswegen stehst auch du so da. Ja, macht das natürlich Sinn. Gehen wir auf 60. Dann sind wir eh bald auf unserem Ziel angekommen. Und Nero, was sagst du zu dem Livery von der Union Pacific? Sieht doch schick aus, oder? Und moins in guter Mist. Habt mich beide fast am Ende erwischt. Oh je, muss jetzt einen anhalten, bevor ich am Ziel bin. Ich habe eigentlich noch einen dritten Gegenzug drin. Eventuell wird der uns jetzt blockieren. Oder lass uns durch. Der ist schon um 11:30 losgefahren auf der anderen Seite. Da war die Idee, dass wir uns da auf der Strecke irgendwo treffen. Ja, das stimmt. Das wäre noch schön gewesen. Wobei, ich weiß gar nicht, wie es im Original gewesen ist. Ob sie es da auch seitlich beschriftet haben und hier die Nummerntafeln gar nicht mehr genutzt haben. Wäre auch eine Möglichkeit. Bist du eigentlich momentan viel mit der Dampflok unterwegs? Oder mehr so jetzt am Anfang angeschaut und jetzt wieder auf den amerikanischen Trassen unterwegs? Oh, da bin ich jetzt auch dezent zu schnell. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Oh je. Ja, das hat jetzt keiner gesehen, dass ich da zu schnell rein bin. Was die Tafeln werden nachts benutzt, dass es geht schneller als es mit einer Lampe oder Nummer suchen. Maybe American Railroads. Okay. Also wir sollten noch gleich bei der äußeren Schleife parken. Ah, hat schon was, die Landschaft. Hätte ich auch mega Bock mit dem Motorrad hier zu fahren.
Was ist denn jetzt die innere Schleife? Wo kommt die jetzt hier noch? Ey, da haben sie ein bisschen an Texturen hier gespart. Ah, da vorne ist die Weiche. Alles klar. Hat man zwar dezent ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, wie das ist. Aber ist okay. Alle Bescheid wissen, dass wir hier sind. Ah, der hat sogar einen Übergang gehabt. Oder war nicht mal so sinnbefreit. Ah, jetzt. Ah, okay, jetzt macht das mit der Schleife auch Sinn. Okay, gut, ich nehme es zurück, was ich gesagt habe. Ja, das war's auch schon mit dem kurzen Ausflug mit der F7. Einerseits habt ihr jetzt mal den neuen Soundmod gehört zu der Lok und das neue Livery. Links schicke ich euch noch und das war's auch schon wieder. Kleiner feiner Stream, vielleicht morgen mehr. Mal schön anhalten. Etwas zu früh, ist aber egal. Okay, dich machen wir mal auf neutral wieder. Dich machen wir aus. Ja, es passt mir eigentlich ganz gut, dass du da die Marker nicht drin hast. Gehen hier mal wieder auf 1. Voll angelegt. Gehen auf Schleife. Hier wieder alles aus. Einmal abrüsten hier. So, und arbeite mal. So, na, das war nur für Start. Na, lassen wir mal so. So, da, gehen wir mal hier raus. Also, wir warten jetzt auf unsere Güterwagen. Dann geht's weiter. Die Lok bleibt erstmal hier stehen. Und dann geht es wieder entweder weiter rauf auf Sherman Hill oder runter. Mal gucken. Ich könnte eigentlich ein zweites Szenario für das machen, wo man dann hier startet. Aber diesmal mit Wagen drauf. Was? Der eine Schalter mit der 4 ist falsch. Wieso? Beim Fahren war es ja richtig. Wir sind ja 4 Einheiten hier. Jetzt habe ich es wieder auf die 1 gestellt. Als Ausgangsposition. Warum sollte es jetzt falsch sein? Und Schleife deswegen, weil wenn wir jetzt in eine andere Richtung fahren, ist die andere Lok führend. So als Idee. Ja gut, also liebe Leute, das war's. Sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss.